Die Tinte strömt aufgrund der Gravitation aus der Feder des Füllers, deshalb muss die Tinte dünnflüssig sein, was zur Folge hat, dass sie langsamer trocknet und leichter verschmiert wird. László József Bíró löste dieses Problem mit seinem 1938 patentierten Kugelschreiber. Im Kugelschreiber endet die Feder in einer Metallkugel mit einem Durchmesser von 0,5 bis 1,2 mm. Die Drehung dieser Kugel überträgt die Tinte auf das Papier. Deshalb kann viskosere, schneller trocknende Tinte verwendet werden als beim Füller. László Bíró begann 1943 in Argentinien mit der Produktion des Kugelschreibers. Heute ist dieser in fast jedem Haushalt vorzufinden. Dank der Massenproduktion ist er günstig zu haben. Einweg-Kugelschreiber sind ebenso verbreitet wie die mit austauschbarer Mine. Der Name des beliebten Schreibgerätes erinnert in mehreren Sprachen an seinen Erfinder. Im Englischen wird der Kugelschreiber zum Beispiel Biro, im Spanischen Birom genannt.